Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp bzw. zu dem Video, wo ich euch jetzt sage, wann ihr eure Fitness- und Heilungskarten verkaufen sollt, die ihr ja im Team of the Year hoffentlich eingekauft habt bzw. während dem Team of the Year. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, ihr wisst es, dann lasst jetzt einfach einen Daumen nach oben da und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, dass die Karten auf jeden Fall schon gestiegen sind. Und zwar gehen wir hier auf den Preisvergleich und da sehen wir, dass man die ganz klar für 1400 bis 1500 Münzen schon wegbekommt. Und wir haben die ja damals für 1200 Münzen gekauft, das heißt, wenn wir die jetzt alle für 1500 reinstellen, dann würden wir pro Karte ca. 300 Münzen Gewinn machen und das wäre doch auf jeden Fall schon mal ein richtig nicer Gewinn. Aber ich denke, dass diese Karten am Samstag bzw. am Sonntag diese Woche am teuersten sein werden bzw. sehr teuer sein werden. Also die werden da schon so, ja, 1600 oder so werden die da schon kosten und da macht ihr auf jeden Fall 400 Coins pro Karte und das ist auf jeden Fall ganz nice. Und mit den Heilungskarten sieht es genauso aus. Ich würde die auch am Samstag oder Sonntag verkaufen. Wieso? Weil da die Weekend League ist und zur Weekend League brauchen die Leute natürlich eher Heilungskarten, eher Fitnesskarten und so, weil sie halt viel spielen, weil man da halt 40 Spiele macht und das heißt eben, dass diese Karten mehr gefragt sind, sage ich mal, und wenn ihr sie da dann reinstellt, dann könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gewinn rausholen, aber ihr würdet jetzt auch schon Gewinn machen, wenn ihr sie für 1500 verkauft. Und ja, Freunde, das war eigentlich auch schon dieses kurze Infovideo, dieser kurze Trading-Tipp zu dem Thema, wann ihr die Fitnesskarten verkaufen sollt. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Checkt gerne noch meinen Partner FIFACoin und FIFACoin und MMOGA in der Beschreibung ab. Und ja, Freunde, ansonsten war's das mit dem Video. Lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mich wirklich so supportet und es geht einfach nur ab in letzter Zeit und dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken und da war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.